Nur drei. Nummer vier und der letzte, der einfachste kommt als letztes. Ups, Nummer fünf. Supi. Nimm dieses Ei als Zeichen deiner Ehrenmitgliedschaft in der Tiki Lodge. Das ging nochmal fix. Ryan. Sowas ist noch nie passiert. Ich hoffe, es ist kein schlechtes Omen. So. Jetzt ist mir gerade ein bisschen kühl, obwohl wir jetzt mittlerweile schon 25,5 Grad haben in meinem Zimmer. Das heißt 0,6 Grad mehr als vorhin. Aber jetzt ist doch was schöner. Vielleicht auch, weil ich vorhin aus der Sonne direkt hier rein bin. Ja, direkt aufgenommen habe. Das kann sein. Ah. So. Wolkentürme. Das war da irgendwo hier vorne. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo dieser Drecksedelstein liegt. Und wenn er irgendwo offensichtlich liegt, dann sag ich, das ist unfair. Okay, der ist hier im Level. Hinten auf dem Boden, oder was? Da oben. Nun, ich würde behaupten, dass das ein Bug war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Gegner nicht umgebracht habe. Naja, jetzt haben wir immerhin... Jetzt müssten wir hier eigentlich alles haben. Ja, Bad Sonnenaufgang haben wir alles. So, jetzt machen wir in der Gartenstadt noch alles fertig. Da war ja auch... Was, wo ich mir gedacht habe, wo zur Hölle ist das? Ah, Gott. So, ich finde das immer sehr, sehr befriedigend, wenn dann sowas so komplett abgehakt ist. Also wenn da jetzt nicht noch irgendwie so offene Edelsteine oder Eier und sowas rumliegen. Aber das ist super. Super. Ich merke auch irgendwie, dass sie das mit den Bäumen finde ich toll. So, Gartenstadt. Und ich hatte ja schon angekündigt, wenn wir dann alles soweit fertig haben in... Oh Gott, wie heißt das? Abendsee. Bis auf die Feuerwerksfabrik. Dann... mache ich da auf jeden Fall Schluss. Aber so weit kommen wir heute gar nicht mehr. Wo muss ich überhaupt hin? Zaubertürme. Bambusterrasse können wir ja noch nicht machen. Okay, Zaubertürme. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann ja den Speicherstand kopieren, um dann vielleicht zu zeigen, diesen Bug-Gedöns. Ob das denn wirklich so sein kann oder nicht. Aber es war halt so. Auch hier im Level
Um mir das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, hole ich mir jetzt direkt Sergeant Bird. Warum? Wenn dann schon mit Style in den Tod. So. Ich habe mich eben nur gerade gewundert, warum der nicht direkt in diesen Strudel hier rein ist. Funktioniert doch, was willst du denn? Leute, ich habe doch Dreieck gedrückt, das kann doch nicht euer Drecksernst sein. Ich glaube, ich hätte die zwei Edelsteine jetzt schon längst, aber ich möchte das mit Sergeant Bird machen. Ich hab nicht dran gedacht, dass, wenn man dann noch Dreieck drückt, dass man dann diesen Kopfstampf. Ach Mann, ich bin so. Oh, was? Das ist die Hitze. Es ist die Hitze. Jetzt habe ich nur einmal Dreieck gedrückt, ist auch okay. Oh. So, ich glaube, jetzt muss ich gar kein Dreieck drücken. Ja. Verpisst euch alle, ihr dummen Säcke. Mann. Ja, ich will jetzt mit dir das machen. So. Das war irgendwo hier hinten. Hier meinst du? Anderen Seite. Oh, guck mal einer an. Ach, drei haben nur gefehlt. Na gut. Mit ihm hier können wir das jetzt hier nicht verlassen, ne? Doch, das geht. Gut, dann hätten wir das auch soweit. Bambusterrasse können wir nicht machen. Das heißt, dass wir jetzt quasi mit Abendsee weitermachen. Und ich glaube, da mache ich... Ah nein, da brauchen wir eine bestimmte Anzahl. Ich will da nämlich schon ganz gerne jetzt direkt das Level machen mit dem Fluggedöns, also das Flugrennlevel. Weil das ist nämlich sehr doof. Das mag ich nicht. Aber wir müssen ja mit Abendsee erstmal alle Edelsteine holen. Das machen wir zuerst. Alle Edelsteine. Und dann das Fluglevel. Ich bin schon sehr beruhigt, dass wir jetzt diese Fähigkeit mit Sparks haben. Die Musik ist toll hier. Die mag ich. Und wir haben eins Uhr haben wir. Dieser Powerpunkt kann dich unbesiegbar machen. Allerdings nur für kurze Zeit. Verwende ihn, um an diesen Feuerspuckern vorbeizukommen. Du findest ein Ei, wenn du an ihnen vorbeikommst. Yay, wir haben es geschafft. Stuart. Mit einer blauen Cappy auf. Eieiei. Voll der Massenmord hier, ey. Ich mache hier jetzt gerne erstmal das Überwasser fertig. Dann kann ich am Ende alles unter Wasser holen und dann bin ich beruhigt. Noch ein Ei. Ted.
genau, ich wollte noch hier gucken, ob hier noch was drin ist. Nee. Doch. Okay. Gut. Dann kommt jetzt der blöde Teil. Weil unter Wasser kann immer in so vielen Ecken irgendwas versteckt sein. Das ist es. Nee, das ist nicht das Fluglevel. Das ist das Fluglevel, aber das ist auch schon offen. Das ist gut. Eins von den beiden, meine ich, da müsste man irgendwie eine bestimmte Anzahl haben. Ich kann mich aber auch irren. Also eine bestimmte Anzahl an Eiern. Das mit dem Wal ist auch ganz cool. Finde ich eine sehr coole Funktion. Ich glaube, man kann das wirklich nur einmal machen. Deswegen hebe ich es mir fürs Ende auf. Ho. Das ist ja schon wieder sehr auffällig. Ei. Stubby. Ah, hier ist die Feuerwerksfabrik. Das ist schon sehr oft genannte Level von mir. Das ist auch so ein Level, das mag ich nicht. Okay. Dann machen wir ihmchen jetzt hier. Ja! Denn hier befindet sich auch noch ein Ei. Jonah. Und wieder raus. Ich glaube, das war das Rülpsen von diesem... Wer ist das? Weiß nicht mehr, wie das Level heißt in Spyro 2. So. Wo ist... Hier drin war ich noch gar nicht, stimmt. Die Zauberin hatte einen wahren Trumpf in der Hand hier. 2 Dutzend Rhinoxe waren nötig, diesen schwachsinnigen Fellball zu fangen. Du kannst mir also glauben, dass er hier nicht billig wieder rauskommt. Ja, mach. Wo bekommst du das ganze Geld her, Spyro? Es wächst ja nicht auf Bäumen, oder? Oder? Ach, was interessiert es mich? Jetzt ist es meins.